Moin, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht's ab ins Kino und zwar Megan gucke ich mir an und ich würde euch das jetzt hier mal zeigen. Die haben hier nämlich noch mehr ausgebaut. Guckt euch hier mal die ganze Review an. Ja, Avatar 2 läuft natürlich noch. Der Name läuft noch. Hier für alle Scooter-Fans. Das ist noch richtig geil. Hier Megan, da gehe ich jetzt nachher gleich rein. Und Mittagsstunde läuft hier noch. Operation Fortune läuft noch. Der Film von Guy Ritchie ist es ja. Und hier der gestiefelte Kater ist hier. Und da läuft gerade der gestiefelte Kater, ne? Und ja. Hier gibt es sogar auch noch einen neuen Automaten, den sie hier hingestellt haben. Ey, das ist so krass. Ja, hier mit Kreditkarte und sowas alles. Ja. Lichtblick. Ja. Und ja. Das haben die hier alles schön neu ausgebaut. Ne? Babylon, ne? Von La La Land. Der ist auch gerade erst neu draußen. Und Dungeon Dragons Ehre unter Dieben haben wir hier denn noch. Und Fuck 2020, ne, das Scooter sogar einen eigenen Kinofilm kriegt. Ne? Und hier noch Schule der magischen zwei Tiere ab den 29. September im Kino. Und hier noch dieses schöne 3D-Artwork. Das kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Ja, da kann man hier auch noch mal so schön hintergucken. Und das würde ich ja gerne mit nach Hause nehmen, ne? Ja, und hier kommst du dann halt noch in den Bereich rein, wo ich jetzt eigentlich nicht filmen darf. Und ja, ich setze mich hier jetzt einfach noch mal ein bisschen hin. Hoffentlich versteht man mich denn noch so ein bisschen. Aber hier ist auch noch ein bisschen was. Ja. Und ja, der gestiefelte Kader, genau. Und dann werde ich jetzt gleich mal reingehen in den Kinosaal und Basic Instinct im Kino. Das ist ja richtig geil, ne? Michael Douglas und Sharon Stone, eine ultra heiße Komödie. Ja, der 7. Der 7. Februar stand da eben gerade. Ja, Weddington hier mit Jennifer Lopez. Jo, Avatar, richtig schön. Also, jo, wir sehen uns dann bei meiner Review nachher draußen, ne? Bei Megan. So, ihr Lieben, ich bin aus dem Kino. Ich habe mir Megan angeguckt aus dem Jahre 2021. Ist der produziert worden und ja, Kinokarte hat 11,50 € gekostet. Hier geht es um die kleine Katie, die leider mit ansehen musste, wie ihre Eltern umkommen. Sie sind in einen Skiurlaub gefahren und ja, kollidieren tödlich mit einem Schneefahrzeug. Katie überlebt das. Dann wird sie zu ihrer Tante Jenny? Keine Ahnung, wie sie heißt. Den Namen habe ich jetzt wieder. Aber ja, zu ihrer Tante soll sie denn und quasi ist ihre Tante jetzt ihr Vormund. So, ihre Tante ist da aber ziemlich schlecht drinne und auf ihre kleine Nichte aufzupassen. Denn ist sie auch noch Spieleentwicklerin und hat dann quasi diese Megan. Diesen, ja, welche Puppe man da auch sieht, der Prototyp geht aber gewaltig in die Hose. Diese Puppe geht hoch, weil sie da vergessen haben, was einzubauen. Und ja, das, wie heißt das hier jetzt noch? Diese Vorsorge, ich weiß das gar nicht, wie das heißt, weil die halt gucken wollen, wie es dem Kind geht, ob die Tante Jen überhaupt auf das Kind aufpassen kann und überhaupt der Sache gewachsen ist. Also da werden die dann quasi auch noch mit unter die Lupe genommen und ihre Tante entwickelt dann quasi Megan, diese künstliche Intelligenz, was mich so ein bisschen an Chucky, die Mörderpuppe, das Remake erinnert.
Ja, das war genauso aufgebaut. Auch diese verrückte Puppe, auch diese Cyborg-Verschnitt. Ja. Dieser Film hat aber auch reichliche Schwächen. Aber ich finde den Film richtig gut. Ich weiß nicht, warum dieser Film jetzt schon wieder so schlecht geredet worden ist. Was mich gestört hat, PG-13 ist dieser Film wieder angelegt worden. Ob wir jetzt eine Unrated-Version oder einen Director's Cut kriegen hier in Deutschland, weiß ich nicht. In Amerika vielleicht, in Deutschland würde ich mich drüber freuen, weil es hier gewisse Todesszenen gab, die ich hätte auch gerne gesehen hätte. Hätte man sie denn auch schön ausführlich gezeigt. Also hier und da wurde auch nochmal was gezeigt, jetzt mit dem Jungen im Wald, wo Megan ihn quasi hier so das Ohr abreißt und das Ohr dann wirklich so zieht und ja, gewisse Todesszenen sind angedeutet und sieht man auch, aber man sieht quasi, ja, es ist halt quasi eine härtere 12er-Produktion, sage ich jetzt mal so, PG-13 ab 16. Hat mir der Film gefallen? Ja, doch, durchaus hat mir der Film gut gefallen. Der Plot-Twist ist quasi die Megan. Das ist ein Kinderstar. Ich habe da jetzt die Delicious Saints gesehen. Die kriegt ihr auch auf YouTube in Videos. Also das heißt, die Drehsachen, wie sie das gemacht haben im Wald, da steckt ein Mädchen hinter. Deswegen auch dieser komische Tanz und so, das hat mir relativ gut gefallen. Und auch wenn Megan dann plötzlich anfängt, Katie was vorzusingen, da dachte ich, oh Gott, Alter, ist das creepy und heftig. Ja, allein schon dieses puppenartige Gesicht und diese Augen, die sich, ich möchte euch jetzt auch nicht zu viel verraten über diesen Film. Ich bin jetzt auch schon 4 Minuten schon am Schnacken. Also ich sag jetzt mal, Megan ist für mich kein Flop. Das ist ein Top-Film. Aber mal gucken, wir sind ja noch im Jahre 2023 erstmal im Januar. Also es werden dieses Jahr noch viele Kinofilme folgen. Und ich würde jetzt auch mal sagen, wenn ihr da Bock drauf habt, in Megan wirklich reinzugehen, tut es. Ne? Guckt euch den Trailer an, guckt euch noch diverse andere Sachen an und lasst euch da vielleicht ein bisschen spoilern. Ich habe mich auch ein bisschen spoilern lassen, aber ich hatte meinen Spaß bei dem Film. Also, ja, was würde ich den Film geben? Eine 7,5 würde ich den Film geben. Ne? Also verbesserungswürdig ist dieser Film noch. Wie gesagt, mit der Gewaltdarstellung, wenn es da einen Director's Cut gibt oder einen Recut hier in Deutschland, würde ich den mir doch in der Sammlung zulegen. Auch wenn der Film jetzt wirklich in der ursprünglichen Kinofassung jetzt so bleibt, hole ich ihn mir sowieso ins Kino. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Tschüss Leute und habt ein schönes Wochenende. Euer Flohmarktmaster.